Chill. Hier, ziehe das aus der Galamine raus. Ich habe uns nebenbei ein bisschen offscreen trainiert und habe mich ein bisschen umgekleidet. Ich habe zwei Pokémon kurz vor die Entwicklung gebracht, und zwar Skookaboo und Reißlaus werden sich mit dem nächsten Level beide entwickeln. Auch bezüglich der Attacken. Quaffel habe ich ein bisschen außen vor gelassen, weil es war mit 24 erst eine neue Attacke, und wir müssen also tatsächlich erstmal nach Indian City, um da ein Item zu bekommen, das wir Quaffel auch entwickeln bekommen. Das heißt, ich nehme es erstmal aus dem Team raus, damit sich das quasi vom Level her steigert. Wir nehmen es dann immer wieder rein, es wird ein festes Team werden, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht. Dann machen wir weiter mit dieser Route hier. Wir werden auf jeden Fall zwei weitere Entwicklungen. Doch, da oben. Ein Münzamulett. Doppeltes Geld. So. Engine Ortsrand. Okay. Ja, wie gesagt, wir haben ja die Galamine 2 verlassen. Das ist ein Muggelbaum. Snorgon. Und da ist noch ein Trainer. Und wir werden jetzt gleich nach dem Kampf wahrscheinlich zwei Gegner erleben. So, eine Madame. Dann wollte ich. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen, bis ich das irgendwann mal entwickle. Ich habe jetzt 30. Ah, ich habe das einfach in der Mitte von einem Gerät. Das ist relativ einfach. Also, ich kann es relativ schnell hochziehen. Ladung. Also, hat sie mir an. Okay. Wo entwickelt sich jetzt auf jeden Fall im nächsten Level, Level 34? Gidiamo. Ich werde mir heute schon den nächsten Ort anpassen. Wenn wir das vielleicht schon so finden. Ja, das ist effektiv. So, eine Sekunde lernen wir auf jeden Fall. Guck mal, wie geht die Scum-Tank. So. Schön. Nicht klar. Und es will Flammenwurf lernen. Okay. Tiefschlag ist nicht raus. Der Tag hat ihn nur so, wenn derjenige KP abziehen will. So, gut. Dann haben wir das auch. Dann bin ich jetzt ein Reißhof nach vorne. Dass ich das nicht für den Wickel, weil dann habe ich nämlich ein starkes Wasser-Pokémon. Trainer. Ja, hier ist er. Genau. Hey du, ja, na du, das könnte ich die Kräfte jetzt auf einen Punkt tippen. Ich habe jetzt bestimmt nicht Fokado oder so sowas. Ja, das ist nicht Fokado, aber eins auf jeden Fall. So, okay. Kaskade, da bin ich noch nicht. Ja, es ist verdammt. Hallo. Aber noch nicht ganz. Kamerad. Was nochmal? Oh, das sollte eigentlich sehr effektiv sein. Reicht es wieder ab. So, er hat nur einen Position, okay. Ich dachte, er hatte zwei Pokémon gehabt. Oder zwei Fukano gehabt. So, dann gehen wir mal durch diese Route wieder zurück nach Indian City.
Das war ja die Brücke, die uns am Anfang mal. Die lief hier da. Okay. Die Zahlung. Ja, gut, das ist gut. F ist der Unterricht, ne? Weil der eher auf Spezial geht. Jetzt auf. Ich hab ein bisschen was trainiert, ja. Skintank. Ja, das ist klar. So. Für die nächste Arena ist das so super gut. Oh, eine Filmfeder-Initiative, das kann ich euch so schon sagen. Ich habe schon gesehen. Jetzt wieder eine. Eine Heilfeder. So, und da sind wir wieder zurück in Engine City. So. Und jetzt ist im Stadion eine Feuerarena. Da gehen wir doch nicht rein. So. Da ist uns eine bekannte Person, Mary. Hallo, Kev, richtig? Du bist ja ganz schön spät unterwegs. Du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mir bei etwas zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich bei der Arena-Challenge gewinnen kann. Ja, mach. Alles gut. Oh, was für ein Kampfgeist. Und Team Yell stellt sich natürlich auch wieder bereit. Gut. Mary wird es nicht einfach werden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber das muss keine Garantie heißen. Trockenheit, nein! Für die Fähigkeit. Genau, wir können wechseln. Dann gehen wir mal auf Flammenwurf. Alter, viel zu drauf. Also gibt es einen super Teil ein, aber das sollte auch eigentlich natürlich mal den K.O. nicht bewahren können. Reicht? Ja. Elektro. Weiter weg. Geisterhaus wird sich jetzt auch direkt entwickeln. Weil wir haben ein fähiges Pokémon für die nächste Arena. Wie gesagt, das ist eine Feuerarena. Ja, ich weiß, dass es Typ Käfer ist, aber mit dem Typ Wasser soll es funktionieren.
sehr gut. Jetzt noch Wasser. Das wird hier auch Kalkklinge jetzt werden. Gut, eigentlich entwickelt sich das Level 30. Ich habe jetzt noch 32 erst entwickelt. Um dann mit der nächsten Attacke Kalkklinge lernen zu lassen. So, ich stelle schon mal weg. Ich muss wieder umklappen. Kampfattacke oder was? Ja, ist Kampfattacke. Dann nehmen wir Blutlager noch raus. Dann haben wir das. Ich habe mich ein bisschen fit, um morgen fit zu sein. Gut. So. Ja, wie so bewusst habe ich mich jetzt ein bisschen, auch ein bisschen umgezogen. Oh, wir sind schon geheilt, okay. Oder wir werden geheilt durch das, ja, durch das Ausruhen, klar. Nächsten Morgen. Morgen. Der Kumpel Schluss der Arena. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hätte mit Hilfe der Infos auf Carlos Liga-Karte die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Für abgedüst hat ihm einen riesigen Stab von Carlos Liga-Karten gegeben. Ja, nimm doch auch einen. So. Genau. Oh, und das kannst du auch haben. Ich danke für unsere Kampfkäste. Feuerheiler, okay. Ja gut, wenn die nächste Arena wieder ist, eine Feuerarena. So. Kennst du Cabo Spitzer? Er wird auch der unauslöschliche Feuerveteran hören. Aber ich habe das Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Geh zum Endgestein und schnapp dir den Feuer aus. Genau, das machen wir auch. Ich werde kurz mal mein Pokémon ändern. Doch, hab ich nicht gesehen. Das sollte eigentlich funktionieren. Meine Feuerattacken werden gegen dieses Pokémon neutral sein, wie gesagt, durch den Beityp Käfer und Wasser halt. So, dann machen wir mal uns auf. Ja, die können wir noch reingehen. Da haben wir mal drei. Das ist hintereinander die ersten drei Arenen, dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen müssen. Was bist du hier endlich? Ich habe mir mal eben den Feuerorden geschnappt. Aber ich weiß nicht, warum kam von einem der unterschiedlichen zum Feuerritter angehört wird. Wäre mein Team nicht das eine bessere Gala, hätte ich ziemlich alt für ihn ausgesucht. Aber keine Sorge, weil Cabo liegt. Das ist also alles andere als ich bin auch nicht gut. Ich hab's auch schon. So was kann man, ne? Aber den zu kleiner verarbeiten können. So viel lange sollte der nicht funktionieren. Brauchen. Hoffen wir doch gerade jetzt raus. Okay, gut. Hallo Arena-Challenger, schön dich zu sehen. Es gibt nicht viele, die es weit genug bringen, um Cabo herauszufordern. Willst du sofort einfach so fahren? Klar. Wenn du dich an der Arena-Mission versuchen willst, musst du erst deine Uniform schlüpfen. So. Die Arena-Mission vom TV ist etwas ungewöhnlich hier entlang gekommen. Ja, das kümmert uns nicht. So. Ganz klar, Aufgabe. Aber die werden wir euch dann nach und nach jetzt erklären. Ich bin jetzt nach und nach erklärt von diesem Herrn hier. Die Arena-Mission der Feuerarena-Leiter. Ich glaube, wir kämpfen die Pokémon wirklich mit Pokémon. Sieben Pokémon geben 1 Punkt, die Falle Pokémon 2. Wenn man 5 Punkte gesammelt hat, geht die Arena-Mission auf den Stand. Aber Vorsicht, die anderen Trainer hier werden sich in jeden Kampf einmischen. Denkt darüber nach, was die anderen Trainer tun könnten, um diese Punkte zu benutzen zu ergattern. Die Arena-Mission beginnt jetzt. Genau, wir müssen fangen und besiegen, also wir fangen die wirklich zu unten an. Und als zweites gibt es hier noch Turbopod und Lichtfisch. Klinge, das ist nicht nur der erste Punkt. Das kann ich nicht mehr erreichen, um Cabo aushalten zu können. So. Wir müssen Treffel des Items nicht mehr erzielen. Nord City, also es dauert nicht. Ich dachte, okay, man könnte versuchen, auf den Hin. Man kann leider erst dann hin, wenn man diesen Orden erreicht hat. Das mache ich wahrscheinlich eher. Dann als nächstes, wenn wir hier durch sind. Das ist gut. Also, wir müssen jetzt da ein.
Turbo Park. Jetzt versuche ich zu fangen. So, dann mache ich jetzt mal dieses Lump von ihr platt. Dass ich die Gefahr schon mal weg habe. Ja, danke schön, dass du die auch nicht einsetzt, wie du. Hallo, es war gut hier. So, nerv ich nicht. So, ich bin hier gar nicht. So, ich kann ja. Stimmt. Da war was. Ich kann nicht auf meinen Items, auf meine Boxen zugreifen. Stimmt, das war was. Da war was. Okay, dann muss ich jetzt sehen. Du hast jetzt einen Thermobot. Das wird nicht. Wir haben es geschafft. Die Punkte haben wir erreicht. Kamus Arena mit der Erfolg verstanden. Wir haben einen Gewinner. Dann steht jetzt der Kampf mit der Arena-Leiter Kabu an. Auf geht's, Arena-Challenge. So, jetzt kann ich jetzt natürlich schon nochmal kurz meine Boxen zugreifen. Nein, kann ich natürlich nicht. Hätte ich gern noch schnell gemacht. Ich hätte sogar noch irgendwie kurz rausgeworfen. Warte mal, gehen. Ich mache das jetzt so. Ich hole ein bisschen mehr Kohle. So, eigentlich habe ich alles soweit. Adlerkette. Na klar, Adlerkette lernst du. Cool. Dann kann ich noch eine andere Attacke einsetzen. Ich habe Käfertritt, jetzt nehme ich eine Adlerkette rein. So. Cool. Perfekt. So, ich habe genug Attacken gelernt. Gegenstoß. Was ist das? Was ist das? Das ist nur 95. Gut, die Attacke geht auf 100 hoch. Kann auch richtig stark werden. Ja, ich lasse es trotzdem raus. Ja. Nein, ich lasse das mal raus. Ich lasse das Team so, wie es ist. Achso, heilen wollte ich noch vorher stellen.
Bevor wir in den Arena-Kampf gehen. Ich kann mir auch verballern hier. Ich muss mir die Supertränke kaufen. Weiß ich auch noch, wie die Supertränke. Gut, dann gehen wir rein. Campus Arena steht uns jetzt ins Haus. Geht's jetzt los gleich. Willkommen, ich bin Kabu, der Feuerarena-Leiter. Dass du hier vor mir stehst, bedeutet zweierlei. Du hast aus Pflanzen-Pokémon gezwungen und Kitzwasser-Pokémon ebenso. Damit hast du dir meinen Respekt bereits verdient. Die Pokémon-Trainer haben eins gemeinsam. Wir alle wollen gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag an unsere Grenzen, noch stärker, noch besser zu werden. Aber während wir trainieren, trainieren auch unsere Gegner. Sonst gewinnt der, der im entscheidenden Moment sein wahres Potenzial festigen kann. Ja, so ist es. Ja, los geht's. Abu! Abu! Bleib jetzt erstmal dabei, wenn er wieder auf die Vergiftung geht. Ich glaube, selbst die Käfer kacken. Also. 27. Okay. Das sollte neutral sein. Ich kann aber nicht einfach sein, wenn ich keine Folge mehr. Ich spreche von der Käfer auf die Käfer. Also, das ist nicht so gut sein, aber ich bin nicht so gut, weil das
So, das geht auch. Ich glaube, das geht hier durch. Sache, ja, hey, hi, okay, dann weiter. Ja, noch nicht. Warte, kriegst du jetzt schon nicht? Letzte Runde. Dann ist es weg. Den habe ich gewonnen, wenn wir das hier machen können. Ich glaube, ich bin jetzt auf Sieg. Jawohl, aber dann kann man das Ding einfach schwimmen. Wir sind recht auf 26, ist mir aber gerade uninteressant. Wir haben es trotzdem geholt und ohne unser eigenes Video wieder mal scheiße. Sehr schön. Ja, Cabo, das war's für dich. Du hast mich besiegt. Mich, wenn sie so auf die erste große Hürde der Arena Challenge nehmen. Dein Talent, weil ich meine jahrelangen Erfahrung offensichtlich überlegen. Mir scheint, habe ich auch noch nicht ausgelernt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du und dein exzellentes Team schon bald in zu großem Ruhm gelangen werden. Es war mir eine Ehre, dass ich heute gegen dich antreten durfte. Für deinen Sieg vielleicht den Nugeln Feuerorden. Ja, Ort Nummer 3. Gar nicht, was der nächste Orden sein dürfte. Ich gebe Geist. Müsste das jetzt als nächstes sein? Na gut, jetzt erreichen wir sowieso Claw City. Ja, wir kriegen es jetzt relativ schnell hin. Wenn wir Claw City erreichen, kann ich mein Pflanzen-Pokémon entwickeln. Und dann haben wir nur noch ein Teammitglied. Was für ein Kampf. Ich war mir zwar sicher, dass du mit etwas gewinnen würdest, aber man war aufregend. Ich hätte auch erwartet, dass es noch einfacher wird. Aber ja, es passte dann irgendwie auch. Die Vergiftung kann man dann noch nicht. Sehr beeindruckend. Jetzt hast du also schon die Pflanzen und warst ja auch den Feuer an. Du kommst gut voran für, mit der Reaktion. Zu Fall des Tages, Leute. Diese Themen. Ich habe 38. Und die hast du außerdem meine Nachbarn von Cabos Uniform. Mit deinem Können brauchst du keine Angst vor anderen Arena-Leitern zu haben. Als nächstes führt euch der Weg durch die Naturzone nach Claw City. Ja, und dann. Wir wollen nicht unser Pflanzenpapier entwickeln. Los geht's. Jetzt kann ich, glaube ich, auch wieder die Box zugreifen. Ja. Ich überlege mir schon, was gefangen am liebsten. Aber ich sage, ich habe mir mal ein bisschen Pokémon gefangen. So.
den mal rausnehmen. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wollen wir trotzdem mal Feierabend. Die Folge war schon mal etwas länger. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Und dann machen wir uns weiter auf in Richtung Klaus City. Dann geht's wieder in die Naturzone. Und dann geht's weiter mit dem Spiel, mit der, wie soll das City auch. Und dann holen wir uns das nächste Item. Bis dahin und tschüss.